Willkommen zurück bei Elex. Wir haben Rock in der letzten Folge hier angetroffen in dem Gehöft. Und wir können ja mal noch nach einer Waffe für ihn Ausschau halten. Hier eins oberhalb. Soll es noch ein anderes Gehöft geben? Mit halt einer mächtigen Waffe, die er gern hätte. Aber eigentlich sage ich schon, er soll da lieber zurück und das die Geschichte da mit dem Weltenherz erstmal machen. Sieht von hier unten halt echt nichts. Ich klick mal hier hoch. Das hat ja super funktioniert. Hallo? Was war das hier? Achso. Hat sich hochteleportiert. Geil. Sonnenbrille Hightech. Ach krass. 500. Sechster Sinn plus 1. Rüstung minus 1. Ach ne, 0. Also minus 1 zu unserem jetzigen. Aber letztes Wissenschaftlers. Bücherwurm plus 1. Handwerk plus 2. Schöne Sachen. Schöne Sachen. Wie weit oberhalb ist das andere Gehöft? Ich meine... Ich möchte halt noch nicht in die Stadt rein, weil das wieder so ewig dauert und wir wollen eigentlich erstmal zum verbotenen Tal. Seit, weiß ich nicht, 8 Folgen. So schwer zu finden sein. Ich muss da jetzt nicht unbedingt den Questmarker reinnehmen, damit ich weiß, wo ich hier hin muss. Da unten war er. Hm, na nun. Alte Turmruine. Ja, 10 Pfeile. Ach, guck mal, noch ein Dietrich. Super. Hey, Alter. Der macht manchmal Sachen, ne? Boah, komm. Nicht, was der jetzt hier mit anderem Gehöft meint.
wir schauen mal doch mal ganz kurz in das Questlog rein. Ach, da hinten. Okay. Hunters Truhe verschlossen, 1 von 2. Das heißt, eventuell kommen wir da nicht ran. Es sei denn, wir finden da vielleicht einen Schlüssel oder so. Also weiter da oben noch. Sogar ein bisschen Schall hier unten. Pass mal auf. Ui, was kommt da hinten? Ach du, das kommt aber angerannt. Komm zu Daddy. Nein. Oh Gott, was ist das? Steinklaue. Achso, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh nein. Du dreckiges Mistvieh. Okay, das dreht da wieder rum. Oh, es wird auch langsam Nacht. Ah, also, ich finde das sehr angenehm vom Tag-Nacht-Zyklus her, dass es schon ein bisschen länger dauert, bis es Nacht wird. Da spuckst du wieder irgendwas. Nein, warte. Oh, Jetpack. Okay. Okay. Ah, da sind wir schon drüben in dem Lager. Aber wie gesagt, das später dann. Das würde mir jetzt zu viel werden, weil wir eigentlich zum verbotenen Lager wollen. Bloß diesen ganz, ganz kleinen Abstecher machen. Ich hätte jetzt ja nicht gedacht, dass es nochmal so weit hier nach oben ist. Ach so, hier ist es schon. Ah. Ach so, das waren schon die Outlaws, die dort saßen. Ich habe da ein, zwei gesehen gerade. Schleichst du hier herum? Gut. Das haben wir uns verdient. Hier sehe ich auch wieder mehr. Okay, die greifen uns natürlich auch nicht an, das stimmt. Hallo, Frau Outlaw. Hunter. Lass mich damit in Ruhe. Wirklich? So eine irre Ziege. Willkommen im Lager der Unreinen, wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen.
Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Nein. Da du kein Outlaw bist, würde ich es an deiner Stelle erst einmal versuchen. Wenn er dich wegschickt, dann komm wieder zu mir. Ich wüsste vielleicht, wie du hineinkommst. Das ist allerdings mit etwas Risiko verbunden. Ich bin auf der Suche nach einer starken Waffe. Wieso? Reicht dir dein Zeug nicht? Sie ist nicht für mich. Wenn du sie nicht aus Eigennutz haben willst, witterst du bestimmt ein Geschäft. Und wenn ich meinen Teil dazu beitrage, springt sicher auch etwas für mich dabei heraus. Du verkaufst mir also eine? Natürlich, es spricht ja nichts dagegen. Verkauf mir eine Waffe. Sicher, wenn du die Splitter dabei hast. Ja. Gebe ich einfach aus. Hier hast du die Splitter. Und hier hast du einen Schlüssel. Was soll ich mit einem Schlüssel? Das wirst du sehen, wenn du meine Kiste öffnest. Du wirst nicht enttäuscht sein. Danke. Okay, das war ja easy. Nein, das kann ich nicht glauben. Instandgesetzter Granatwerfer. Bist du dir da wirklich sicher? So. Lass mich damit in Ruhe. Wunderbar, dann können wir die Quest abgeben. Ich kenne den Typen nicht. Vorhin erstmal davon ausgegangen, dass uns die Outlaws auch angreifen, aber warum sollten sie? Wir haben ja noch keinen Mist gebaut. Ein Truhenschlüssel. Oh. Eine Anleitung. Heiltrank. Die gar nicht kaufen müssen mal irgendwann, ne? War mir schon fast klar, dass man sowas natürlich auch findet, aber dass wir da jetzt so ein Glück haben. Haben die schon gut. Ach, guck mal, hier ist eine Truhe. Eine Zigarettenstange, wunderbar. Hier lag noch was rum. Dominöser Zettel. Ach, ominöser Zettel. Fred war hier. Ja, danke dafür, Fred. Oh, da sieh mal einer an. Ui. Fuck, ey. Missgeburt. Ach so, okay. Ich habe nämlich selber nicht gespeichert, deswegen weiß ich jetzt nicht genau. Guck mal. Beißer. Boah. Der klickert so ein bisschen, ne? Fuck.
kommt, weiter. Pech. Darfst du dich halt nicht von uns erschlagen lassen, Beißer. Hey. Ach, ich kann das Plündern gar nicht auf E legen, ich Depp. Damit... Ui. Das ist ja der schwere Schlag, aber vielleicht auf F. Muss mal schauen. Was jetzt nicht F macht, glaube ich, nichts bisher. Was ist das jetzt hier? Schleimdrakon. Alter, was hat der mich hingedonnert, ey? Mitten in ein schwarzes Loch. Dann bleib halt da, Mann. Wir kommen wieder. Wen haben wir denn da? Oh, noch ein Reißer. Okay. Und von Wolf, den kriegen wir kaputt. Sehr gut. So, und die Pestrate kommt natürlich auch noch mit. So. Wie viel fehlt denn noch bis Level 8 eigentlich? Oh, noch einiges. Oh, ich habe gedacht, wir wären schon näher dran. Ah, leider nicht. Was war das denn? Das war doch kein normaler Raptor, oder? Skeks. Ah. Irgendwie. Nö. Let's play Ladebildschirm. Da war doch noch ein zweiter. Oder nicht? Da hinten. Ah, na toll. So, Rock, wir haben deine Waffe sogar. Das ging deutlich schneller, als ich dachte. Da sind wir jetzt leichter rangekommen. Gut, ich habe da ein bisschen Geld in die Hand genommen, aber das fand ich jetzt okay. Rock. Lass uns über deine Reiseausstattung reden. Diese Waffe sollte deinen Ansprüchen genügen. Holla, mit dem Teil kann ich ja sogar Berge ebnen. Das ist genau das Kaliber, das mir vorschwebte. Der Typ, der jetzt Ärger mit mir sucht, bereut es ganz schnell. Fehlt dir sonst noch etwas? Nein, ich bin jetzt perfekt ausgerüstet und das habe ich allein dir zu verdanken. Jetzt kann ich die Vergangenheit endlich begraben und ein neues Leben beginnen.
Hier, das gab man mir mit, um Vorräte dafür einzutauschen. Das hat sich ja jetzt erledigt. Also, mach's gut. Zeit aufzubrechen. Du bist in Ordnung. Ja, auf der anderen Seite ist natürlich... Er hat halt wirklich keinen Bock auf das Leben, ne? Gibt ja auch das Sprichwort, Reisende soll man nicht aufhalten. Rock. Den Namen merken wir uns mal. Vielleicht begegnen wir den ja früher oder später bei den Outlaws. Okay, jetzt ab ins verbotene Tal. Ganz, ganz schnell. Welche Aufgabe war denn das? Nahrungsschub? Wie hieß denn die Quest? Ich weiß es nicht mehr. Das war's nicht, oder? Nee. Ja. Ach hier, direkt das zweite. Ja, der Setzling im Wald. Das war die Quest. Entschuldigt, ich habe das verrafft. So, ich würde trotzdem nochmal beim Weltenherz vorbeischauen. Oh, sanftes Toilettenpapier. Geil. Schauen, was der dazu sagt, dass Rock jetzt auf dem Weg Richtung Süden ist. Er wird vielleicht von uns enttäuscht sein, dass wir ihm da geholfen haben. Na, mal schauen. Torgal. Aber du hast 200 EP bekommen für die Aufgabe. Gut, war es nicht so schwer, aber so ein bisschen mehr hätte ich mir schon erhofft. Da ist es. Torgal, nicht ganz so gute Nachrichten für dich. Oder für euch. Rock hat sich für ein anderes Leben entschieden. Entschieden? Er hat da nichts zu entscheiden. Jeder von uns hat eine Aufgabe und die wechselt man nicht, wie es einem passt. In solchen Momenten vermisse ich die Taverne in Goliath. Dort könnte ich jetzt meinen Ärger runterspülen, aber was soll's. Wenn Ragnar davon hört, möchte ich nicht mit ihm tauschen. Für mich bedeutet das, dass ich für die Zukunft umdenken muss. Aber jetzt weiß ich, woran ich bin, auch wenn ich mir den Ausgang anders vorgestellt habe. Oh, abgebrochen, der fehlende Mann. Behalte immer die Gegend im Auge. Okay, ich dachte, er sagt, na gut, wenigstens hast du rausgefunden, was los ist und, Oh. Mädels? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wir reden später. Okay, bis später. So, auf zum verbotenen Tal. Wie gesagt, wir sind tatsächlich, hat noch...
noch nicht so weit gekommen. Mit dem Vieh lege ich mich nicht nochmal an. Das verfolgt mich, glaube ich, sogar noch. Scheiße. Oder? Radar ist noch rot, da ist es ja. Oh shit, da sind noch zwei. Lauf! Quatsch. Da sind auch noch mal zwei von den Piloten unterwegs. Von den Alps. Sagen, das hier ist eine schöne Stelle, dass wir den Rest mal noch einsammeln. Oh, ein großer Elixitbeutel. Und das wird dann hier beim nächsten Mal weitermachen. Richtung verbotenem Tal. Wie gesagt, die Hälfte Wegstrecke ist schon ungefähr geschafft. Ein bisschen mehr sogar mittlerweile. Ja, das war's für heute von mir. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.